Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich zu dem Thema Handelsplattform, Trader Workstation und Agena Trader Grundlagen. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass so viele auch neue Teilnehmer sich heute zum ersten Mal für das Webinar registriert haben. Ist ja auch ein Thema, was wir nicht jede Woche haben. Das heißt, wir wollen auch mal den Einsteigern ein paar Dinge mit auf den Weg geben. Ich sag mal, die Trader Workstation was näher kennenzulernen und natürlich auch den Agena Trader. Und da werde ich Ihnen einige Dinge zeigen und natürlich auch gerne Ihre Fragen beantworten, sofern Sie Fragen haben. Ja, bevor ich jetzt gleich loslege, einmal noch kurz der übliche Test, ob Sie mich überhaupt verstehen können. Vielleicht können Sie mir da über die Chat-Funktion kurzes Feedback geben, ob Bild und Ton soweit in Ordnung sind, damit ich weiß, dass alles soweit klappt. Oder vielleicht ist es auch zu leise, zu laut oder es wird gar kein Bild übertragen. Nein, es scheint alles zu klappen. Wunderbar. Danke für das Feedback. Sie können natürlich auch gerne während des Webinars diese Chat-Funktion nutzen, um mir halt Fragen zu stellen. Vielleicht haben Sie auch schon jetzt vor dem Webinar oder zu Beginn des Webinars schon die eine oder andere Frage. Dann nutzen Sie einfach diese Chat-Funktion. Ich werde da während des Webinars ab und zu mal draufschauen, hier auf die Ihre Fragen und dann auch versuchen, soweit es möglich ist, die eine oder andere Frage auch dann zu beantworten. Ja, ansonsten, wie gesagt, zeige ich Ihnen einfach mal ein paar Dinge, ein paar Grundlagen hier zur Plattform und zum Agena Trader. Vielleicht noch eine kurze Frage an direkt zu Beginn. Wer von Ihnen kennt denn bereits die Trader Workstation? Vielleicht können Sie einfach mal Ja eintippen, damit ich weiß, Sie kennen die, oder Nein, wenn Sie die noch nicht kennen, weil Sie entweder noch kein Kunde sind oder auch noch kein Demokonto bei uns getestet haben. Dann weiß ich mal so grob, wie der Wissensstand ist oder wie der sich verteilt. Okay, da kommt, danke für das Feedback, kommen schon sehr, sehr viele Hinweise. Das ist eine bunte Mischung. Ja, würde ich fast sagen, ist 50-50 von denen, die die kennen oder nicht kennen. Okay, gut. Ja, also Sie sehen aktuell die Homepage von CapTrader. Über diese Homepage können Sie sich natürlich informieren, alles rund um CapTrader, welche Produkte bei uns handelbar sind und auch über welche Plattformen Sie handeln können. Ich zeige Ihnen da kurz ein paar Sachen. Dazu vergrößere ich mal ganz kurz hier die Ansicht. Ja, die Software, das ist die Haupthandelsplattform, ist die Trader Workstation. Sie sehen hier in dem Menü, hier steht TWS, Agena Trader, Web Trader, Mobile Trader und dann haben wir hier noch Verlinkungen zu den Downloads, zu den Handbüchern und so weiter. Die Haupthandelsplattform ist die Trader Workstation. Ja, auch wenn noch Agena Trader jetzt hier daneben steht, das ist ja eine Software von Trade Escort, die Sie über uns auch kostenlos bekommen können unter bestimmten Bedingungen. Sie müssen trotzdem die Trader Workstation installieren, beziehungsweise auch laufen lassen, damit Sie auch danach den Agena Trader auch nutzen können. Ja, hier sind ein paar Infos zur Trader Workstation. Was ist das überhaupt oder wodurch zeichnet sich die Trader Workstation aus? Ist halt eine sehr professionelle Handelsplattform mit vielen auch integrierten Modulen, die vielleicht nicht unbedingt jeder braucht, aber die natürlich auch den professionellen Händler sehr gut unterstützen. Sie sehen hier eine kleine Übersicht unterstützter Handelsmodule, beginnt mit dem Book Trader, ja, dann Option Trader, wenn Sie sich halt für Optionen interessieren, Basket Trader, um halt bestimmte Strategien halt auch oder Order-Kombinationen durchzuführen, Scale Trader und so weiter. Ja, also verschiedene integrierte Handelsmodule. Und in der TWS, natürlich können Sie die TWS ohne diese Module auch nutzen. Das sind halt noch spezielle, ich sag mal, Module, die halt für den Handel, also speziell ausgelegt sind, wenn Sie sich zum Beispiel nur für Optionen oder so interessieren. Ja, unterstützte Ordertypen. Es werden über 50 Ordertypen unterstützt, also nicht nur Market Limit und Stop, sondern eine ganze Palette mehr, was natürlich abhängt von dem jeweiligen Produkt, was Sie handeln, also sei es jetzt Aktien, Futures oder Optionen oder halt natürlich auch vom jeweiligen Börsenplatz.
Ja, also die müssen Sie jetzt nicht alle auswendig lernen, diese Order-Typen. Ja, nur die, ja, ich sag mal, nur so die wichtigsten, die sollten Sie natürlich schon kennen, ne? Also wie Market Limit, Stop, Stop Limit oder Market If Touched oder ähnliches. Ja, wenn Sie die Trader Workstation installieren möchten, dann gehen Sie bitte auf den Button Downloads und dann landen Sie hier auf dieser Seite. Ja, eine Download-Übersichtsseite, wo Sie als ersten Punkt finden, Trader Workstation für PC. Das heißt, wenn Sie einen Windows-PC nutzen, dann haben Sie hier die Möglichkeit, die TWS herunterzuladen. Aber auch wenn Sie Apple-User sind und Mac zu Hause haben, dann gibt es natürlich auch eine Version für den Mac, die Sie hier finden und in dem Punkt. Ja, auch, ebenfalls für Linux. Also hier einfach auf den jeweiligen Button klicken. Ja, und dann werden Sie hier durch die Installation geführt. Es kommen gerade schon ein paar Fragen rein. Also nicht, dass Sie sich wundern, wenn ich da jetzt nicht direkt drauf eingehe. Unter anderem eine Frage, bitte die Ordereingabe in der TWS bitte mal erklären. Da gehe ich gleich drauf ein. Ja, also ich wechsle gleich in die Trader Workstation und dann zeige ich Ihnen das da Schritt für Schritt, wie Sie dort eine Order erfassen. Ja, also hier, wie gesagt, alles zum Download finden Sie hier bei uns auf der Homepage. Wenn Sie sich für das Handbuch interessieren, da gibt es natürlich auch einen Download-Link. Ja, finden Sie hier PDF-Dokument hinterlegt, das Trader Workstation Handbuch. Ebenfalls natürlich auch zum Web-Trader oder zum Mobile-Trader finden Sie hier die jeweiligen Dokumente. Ja, Web-Trader. Sehen Sie hier den Button, wenn ich da draufklicke, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, den Sie nutzen können, falls Sie mal keine Möglichkeit haben, die Trader Workstation zu installieren, besteht die Möglichkeit, sich über Ihren Browser halt in die Plattform einzuloggen und den sogenannten Web-Trader zu nutzen. Ich gehe jetzt nicht auf den Web-Trader heute ein, sondern das Thema ist ja, auch der Titel des Webinars, sagt das ja, Handelsplattform Trader Workstation und Agena Trader. Deswegen wollen wir uns auf die beiden Plattformen beschränken. Ja, und Sie haben natürlich, klar, Sie können beide Plattformen benutzen. Sie können jetzt eine Order sowohl über die TWS platzieren als auch über den Agena Trader. Das ist natürlich beides möglich. Gut, also das erstmal dazu. Wenn Sie sich natürlich weiter informieren möchten hier, welche Produkte bei uns handelbar sind, finden Sie das natürlich auch über die Homepage. Ja, einmal die Übersicht, welche Börsenplätze, welche Wertpapiere bei uns handelbar sind und so weiter. Ja, also gucken Sie einfach mal hier drauf. Da finden Sie eigentlich sehr, sehr viele Informationen. Unter dem Punkt Konto, klar, können Sie die Kontoeröffnung durchführen. Sie haben auch einen Button, wo Sie direkt auf unsere Konditionen kommen. Das heißt, wenn Sie nochmal genau nachschauen möchten, wie unsere Gebührenstruktur ist, dann finden Sie das hier aufgegliedert nach Themen oder nach Wertpapieren sortiert. Hier Aktien, ETFs, Optionen, Futures, CFDs. Und so weiter. Ja, es kam noch eine kurze Frage, weil ich ja auch den Agena Trader eben erwähnt habe. Da habe ich kurz gesagt, Sie können natürlich auch als Trading-Plattform den Agena Trader nutzen. Da haben wir alle Informationen, die den Agena Trader betreffen, hier aufgeführt unter diesem Menüpunkt. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, den natürlich gratis zu testen für 30 Tage oder natürlich auch als CapTrader-Kunde dann im Prinzip kostenlos zu bekommen. Dazu müssten Sie sich hier auf dieser Seite registrieren. Ich scroll jetzt mal hier ein bisschen runter und hier finden Sie Registrierung und die Bedingungen. Ja, also können Sie sich das gerne hier in Ruhe anschauen. Basisversion ist links, Andromeda-Version rechts, unterschiedliche Bedingungen. Kurz zusammengefasst 60 € Kommission pro Monat für die Basisversion, beziehungsweise 175 € pro Monat für die Andromeda-Version. Ja, das heißt, die Andromeda-Version ist natürlich eher für die Trader, die wirklich aktiv an der Börse sind. Ja, hier unten ist dann das Registrierungsformular. Wie gesagt, wenn Sie dazu Fragen haben oder auch die Software einfach erstmal testen möchten, können Sie das hier drüber
ausfüllen. Ansonsten kontaktieren Sie uns einfach. Wir helfen Ihnen da gerne weiter. Oben hier steht die Gratis-Hotline hier in Orange. Ich hoffe, Sie sehen das am oberen Bildrand. Da sind wir während der Woche auch 24 Stunden erreichbar. Gut, dann gehe ich mal direkt in die TWS und wechsle kurz den Bildschirm. So, jetzt sollten Sie eigentlich die Trader Workstation sehen. Das hier ist jetzt ein sogenanntes Paper Trading Konto. Sie sehen das auch hier durch die rote Symbolleiste. This is not a brokerage account. Ja, this is a paper trading account for simulated trading. Das heißt, hiermit kann man den Handel simulieren. Und Sie selber können, auch wenn Sie ein Cap Trader Konto haben, sich über die Kontoverwaltung dann so ein Paper Trading Konto einrichten und haben dann hier echte Daten zur Verfügung, sofern Sie die abonniert haben, oder es gibt ja auch einige Daten, die gratis sind, einige Marktdaten, Realtime-Kurse. Das heißt, dann sehen Sie die auch hier im Paper Trading. Was ja beim Demokonto nicht der Fall ist, beim Demokonto da haben Sie nur fiktive Kurse und da ist es natürlich schwierig, um nicht zu sagen unmöglich, ich sag mal, bestimmte Trading-Strategien zu testen, wenn die Kurse sich nur rein fiktiv bewegen. Das ist aber hier mit dem Paper Trading Konto natürlich machbar. Und ja, das heißt für Einsteiger, denke ich mal, nicht verkehrt, auch mal hierüber die ersten Trades abzusetzen. Ja, in der Regel, sage ich mal, sieht die Trader Workstation grob gesagt vielleicht so aus, wenn Sie die das erste Mal starten. Das heißt, Sie haben hier verschiedene ja, Laschen oder Reiter hier, die Sie selber anlegen können, also verschiedene Kurslisten zum Beispiel. Ja, das heißt hier der erste Button hier ist ja Aktien genannt. Dann habe ich hier einen CFDs genannt, dann hier ETFs und so weiter. Das heißt, das können Sie sich selber so einrichten, wie Sie möchten. Ja, wie legen Sie einen neuen Reiter an? Ganz einfach hier auf das Plus klicken mit Linksklick und dann ja, vergeben Sie einen Namen, beispielsweise ich sage es mal Dow Jones. Okay. Ja, und Sie sehen das hier, das Ganze ist alphabetisch sortiert. Steht also jetzt hier an dritter Stelle dieser Reiter Dow Jones. Ja, und hier möchte ich zum Beispiel die 30 Werte vom Dow Jones jetzt hinzufügen. Dann können Sie das natürlich mühsam händisch eintippen, indem Sie zum Beispiel das Symbol eingeben, AAPL jetzt für Apple, dann sagen Sie Enter. Und dann sagen Sie hier, wählen Sie aus in dem Auswahlmenü, möchten Sie die Aktie auswählen, in dem Fall Smart zum Beispiel. Und dann ist die hinzugefügt. Aber es gibt noch einen kleinen Trick. Deswegen, ich klicke die Zeile wieder an, drücke die Entfernen-Taste auf der Tastatur und lösche diese Zeile wieder. Es gibt einen Trick, wie man jetzt alle 30 Werte von Dow Jones hier auf einen Schlag hinzufügen kann. Auf die Mosaikansicht gehe ich gleich auch noch ein, nachdem ich jetzt hier erstmal ein paar Grundlagen zu der klassischen Ansicht Ihnen erzählt habe. Ja, was ist der Trick? Der Trick ist Trading Tools, beziehungsweise, Moment, ja, genau, Trading Tools und dann hier unten Index Trader in der Liste. Wenn ich den jetzt auswähle, dann öffnet sich ein neues Fenster. Und in diesem Fenster wähle ich jetzt den Index aus, den ich hier hinzufügen möchte. In dem Fall wäre es der Dow Jones. Dann muss ich hier in diesem Dropdown-Menü erstmal ein bisschen suchen. Ist auch alphabetisch sortiert. Ja, aber es gibt hier viele, mehrere Dow Jones oder ja, zum Beispiel auch Dow Jones Euro Stocks, ne, also verschiedene Indizes. Das heißt, da muss man erstmal schauen, welchen man jetzt hier auswählt. Im Prinzip ist das dieser hier, der DJX hier. Der Dow Jones Industrial Average, den ich jetzt benötige. Und dann, weil es der Index Trader ist, ist es eigentlich ein Modul, wo man Orders erstellen kann für alle Aktien. Das mache ich jetzt auch, und zwar indem ich hier auf diesen Button klicke, Orders erstellen. Danach klicken Sie hier nichts Großartiges an, sondern einfach OK. Und dann kommt hier so ein kleiner Warnhinweis und das können Sie auch mit Okay, wegklicken.
So, jetzt ganz wichtig, jetzt haben Sie hier eine Liste mit 30 Werten vom Dow Jones und zu jedem Wert eine Kauforder mit 100 Kontrakten. Können Sie natürlich, wenn Sie das möchten, natürlich gerne übermitteln, aber das ist ja jetzt nicht Sinn der Sache, sondern wir wollen ja nur die Watchlist anlegen. Das heißt, Sie machen jetzt Folgendes. Sie klicken einmal mit der linken Maustaste hier irgendwo in die Liste, dass hier eine Zeile aktiviert wird oder aktiv ist. Das sehen Sie ja hier, wenn die so ein bisschen hinterlegt ist. So, und danach Steuerung und die A-Taste. Steuerung und A. Dann sind alle Werte in dieser Liste, also vielleicht kennen Sie es ja auch von Excel, da sind jetzt alle Zellen oder alle Zeilen hier in dem Fall markiert. Ja, und jetzt im nächsten Schritt Steuerung und C für kopieren. Und jetzt schließen wir das Fenster. Ganz, ganz wichtig, dass Sie das Fenster schließen. Da kommt nochmal eine Frage, ob Sie das wirklich schließen möchten, weil ja Orders in diesem Fenster enthalten sind. Und dann sagen Sie bitte ja. Ja, weil wir wollen ja keine Orders übermitteln, sondern wir wollen jetzt nur dieses Fenster schließen. Klicken jetzt hier oben links, wo Kontrakt ist. Ja, also nach oben links. Dort, wo der Cursor blinkt, in der Spalte Kontrakt und drücken jetzt die Tastenkombination auf der Tastatur, Steuerung und V. Und zack. Es sind alle 30 Werte vom Dow Jones hinzugefügt. Jetzt haben Sie vielleicht nicht die gleichen Spalten wie ich. Also sprich hier den Firmennamen oder die Beschreibung oder Industrie, also dass Sie die Branche zuordnen können. Das können Sie natürlich auch alles noch ergänzen. Ja, genauso wie die anderen. Hier ist eine Spalte Bemerkungen, hier ist eine Spalte Spread. Ja, das sind alles mögliche Spalten, die Sie hinzufügen können. Das heißt, die Liste, je nachdem, wie breit Ihr Monitor ist, können Sie natürlich unendlich nach rechts verlängern. Ohne scrollen zu müssen, aber natürlich können Sie sich auch nur auf ein paar wenige Spalten begrenzen. Ja, Bemerkung, wofür ist Bemerkung jetzt wichtig? Sie können natürlich hier sagen, bei Boeing, ja, da gehe ich long oder vielleicht bin ich da auch schon investiert, long bei 115 als Beispiel, ja. Oder wenn Sie jetzt hier eine Walt Disney Aktie im Depot haben, und sagen Sie dann Stop Loss. Ja, möchten Sie bei 89 sich einfach nochmal als Hinweis, als Bemerkung so, vielleicht damit Sie da auf bestimmte Dinge hingewiesen werden oder Ihren Einstieg hier nochmal auf einen Blick sehen. Ja, unter anderem gibt es halt auch eine Spalte. Hier rechts sehen Sie das Dividendendatum, ja, wann Dividende gezahlt wird oder hier die grüne Spalte, ob die Aktien shortable sind. Ja, ist alles grün, weil die sind alle shortable. Das sind alle Spalten, die Sie sich hier hinzufügen können. Ja, genauso wie hier eine Spalte Year-to-Date Performance oder Veränderung in Prozent. Ja, wie man sieht, klar, das Jahr 2016 hat nicht gerade so gut angefangen. Die meisten Aktien sind ja alle rot, sehr stark im Minus. American Express, oder man kann das natürlich auch sortieren, wenn man hier oben drauf klickt. Ist hier die schlechteste Aktie, ja, gefolgt von Boeing und DuPont. Ja, und welche war die beste Aktie? Gehe ich mal andersrum vor. Na, jetzt sortiert er gerade nicht richtig, doch. Verizon Communication, gefolgt von Walmart und McDonald's. Ja, das waren jetzt die Top-Performer, seit Anfang des Jahres schon über 9% oder 8% gestiegen. Das heißt, so können Sie sich so ein bisschen die TWS einrichten, indem Sie sich verschiedene Watchlisten anlegen. Sie können natürlich auch direkt jetzt hier aus der Watchlist handeln. Das heißt, eben kam ja die Frage, bitte eine Order-Eingabe in der TWS erklären. Das geht im Prinzip ganz einfach. Sie sehen ja hier in der Mitte die Spalte Bid Ask. Hier unten ist das auch verlängert, grün und rot. Also grün für kaufen, rot für verkaufen. Nochmal so als kleine Gedächtnisstütze. Das heißt, hier können Sie hingehen und sagen, ja, ich möchte jetzt eine Intel-Aktie kaufen. Dann gehen Sie hier zu der Spalte, wo Intel ist und klicken dort mit der linken Maustaste auf den Ask-Kurs. Ja? Wenn Sie verkaufen möchten, dann natürlich auf den Bid-Kurs. Und Sie sehen, unter dem Mauszeiger steht auch jetzt Sell. Ich weiß nicht, ob Sie es jetzt hier im Webinar sehen können, aber ist vielleicht relativ klein.
Aber in der TWS dann selber können Sie es dann natürlich lesen, dass dort jetzt Buy steht, beziehungsweise hier links Sell. Ja, und da ich kaufen möchte, klicke ich also wie gesagt auf den Ask-Ort mit der linken Maustaste hier auf den Kurs und dann kommt bei mir hier eine neue Orderzeile. Und in der Orderzeile dort geben Sie bitte alles ein, und zwar was Ihre Order betrifft. Und genau jetzt ist die Orderzeile aktiv. Und Sie sehen das auch bei den Überschriften der einzelnen Spalten, dass die zweigeteilt sind. Und jetzt ist der untere Teil der Überschrift fett gedruckt. Ja, also hier steht jetzt Übermitteln, hier steht Destination, also damit ist die Börse gemeint, hier ist jetzt hier Smart, hier sehen Sie ja, gegebenenfalls Limitpreis oder ja, ist jetzt hier Market ausgewählt, Order-Typ, ja, MKT für Market und so weiter. Order-Laufzeit, Day. Also tagesgültig. Ja, also Sie sehen, Überschriften sind zweigeteilt und jetzt ist das Fettgedruckte ist jetzt aktiv, weil es sich um die Orderzeile handelt. Ja, wenn ich jetzt eine Zeile drüber klicke, hier wo die Werte stehen, dann wird der obere Teil der Überschrift fett gedruckt. Ja, und da sehen Sie, klar, dann gelten jetzt andere Themen wie jetzt Firmenname, Industrie, Bemerkung, Spread und so weiter, wo ich eben drauf eingegangen sind. Ja, also es hängt davon ab, welche Zeile gerade angeklickt ist mit der linken Maustaste. Ich gehe jetzt mal wieder auf die Orderzeile. Ich habe eben gesagt, dass wir hier verschiedene Spalten haben und Sie können natürlich auch noch weitere Spalten hinzufügen. Ja, dazu einfach mit der Maus hier oben hin, mit dem Pfeil und dann sehen Sie schon, es öffnet sich ein Menü. Spalte einfügen oder entfernen. Wenn Sie das so machen, wie ich das jetzt gerade zeige, also mit dem Mauszeiger hier oben hin zu den Überschriften, dann hängt das davon ab, welche Spalte Sie hinzufügen können, und zwar, wo sich Ihre Maus befindet. Und zwar müssen Sie, wenn Sie eine Spalte, die obere Überschrift betrifft, hinzufügen möchten, dann müssen Sie mit dem Mauszeiger auch hier in dem oberen Teil der Überschrift, muss sich dieser Mauszeiger auch dort befinden. Sie können also keine Spalte für eine Order zum Beispiel hinzufügen, wenn der Mauszeiger hier im oberen Teil ist, sondern dann müssen Sie runter mit der Maus in den unteren Teil der Überschrift und dann lassen sich ganz andere Spalten hinzufügen, als wenn Sie mit dem Mauszeiger im oberen Teil der Überschrift sind. Ja, also das ist ganz wichtig. Sie sehen das hier, Sie können hier Stückzahl, Quantitätswert, Quantitätstyp und so weiter hinzufügen. Zeige ich Ihnen gleich, wofür wir das brauchen. Oder ich zeige Ihnen es jetzt. Quantitätswert ist wichtig, diese Spalte. Wenn Sie zum Beispiel ein Währungspaar handeln möchten. Euro-US-Dollar. Und jetzt möchten Sie, wenn Sie sich mit Forex-Handel ein bisschen auskennen, dann wissen Sie ja, dass Sie immer die erstgenannte Währung handeln. Das heißt, wenn Sie jetzt, also Sie handeln natürlich beide Währungen, aber wenn Sie hier eine Order eingeben, dass Sie sich das immer auf die erstgenannte Währung bezieht. Das heißt hier bei Stückzahl und da steht 20.000, also 20.000, dann kaufen Sie 20.000 Euro und verkaufen den entsprechenden Gegenwert in US-Dollar. Und der entsprechende Gegenwert ist jetzt hier 21.815 und zwar genau in der Spalte Quantitätswert. Ich lösche die jetzt mal. Ja, dann wissen Sie jetzt nicht, wie groß der Gegenwert ist. Ja, 20.000, wie groß ist der Gegenwert? Ja, Sie haben ja keine Anzeige. Warum? Weil die Spalte fehlt. Das heißt, wenn Sie jetzt hier sagen 18.500, ja, keine Ahnung, wie viel das in US-Dollar ist. Das heißt, dann müssen Sie diese Spalte hinzufügen. Und das geht hier mit dem Mauszeiger in den unteren Teil der Überschrift, Spalte hinzufügen, Stückzahl, Quantitätswert hinzufügen und dann sehen Sie, sollten Sie eigentlich was sehen. Vorführeffekt, jetzt sehen Sie es gerade nicht. Moment. Ja, 18.500, Gegenwert ist 20.178. Ja, in der Spalte Quantitätswert, dort steht's. Ja, und natürlich umgekehrt. Sie möchten jetzt
genau 20.000 US-Dollar verkaufen oder kaufen, ja, dann geht das nur, wenn Sie hier in dieser Spalte Quantitätswert 20.000 eingeben. Ja, und dann natürlich, gut, jetzt hat sich der Kurs gerade verändert. Und dann sehen Sie hier den Gegenwert in Euro. Ja, also das sind gibt bestimmte Spalten, die sind schon sehr, sehr wichtig, dass Sie die auch hinzufügen. Okay, das ganz kurzer ein, also kurzer Einschub hier zum Währungshandel. Ich lösche die aber wieder mit der Entferntaste. Gut, ja, mache ich weiter mit der Order zu Intel. Sie sehen hier, 100 Stück ist die Stückzahl, das ist voreingestellt. Da kann man natürlich auch sehr schnell ein Vielfaches von 100 eingeben oder indem man einfach das hier auswählt oder indem Sie einfach dort hier, wo der Cursor jetzt blinkt, das Ganze überschreiben und sagen, Sie möchten jetzt 125 Stücke beispielsweise kaufen. Wie lange soll die Order, die Sie übermitteln, gültig sein? Das stellen Sie in der Spalte ein, Day, also tagesgültig, Good till cancelled oder gegebenenfalls, ob die Order außerhalb der realen Trading Hours ausgeführt werden soll oder ein Pre-Opening. Das wird auch hier angeklickt. Allerdings müssen Sie das vorher in den Voreinstellungen auch anhaken. Die Order-Voreinstellung können Sie sehr schnell aufrufen, indem Sie auch die Orderzeile aktiv haben, rechte Maustaste klicken und dann hier auswählen Order-Voreinstellung konfigurieren. Ja, und dann kommen Sie direkt hier in diesem Kontextmenü auf den Bereich Aktien. Ja, wir befinden uns ja gerade bei Aktien mit Intel. Und hier können Sie natürlich Voreinstellungen vornehmen, dass Sie sagen, zum Beispiel hier anhaken, dass die Order je nach Verfügbarkeit außerhalb der regulären Handelszeiten aktiviert, ausgelöst und ausgeführt wird. Ja? Sonst können Sie keinen vorbörslichen Handel hier mit US-Aktien bei uns durchführen, wenn der Haken nicht gesetzt ist. Wichtig ist, dass Sie vorbörslich keine Market Order eingeben können. Das steht hier. Ja, beachten Sie bitte, dass kein Trading mit Market Ordern außerhalb der normalen Handelszeit möglich ist. Ja, ist natürlich auch klar, da ist der Umsatz sehr, sehr gering und nicht so liquide wie während der Hauptbörsenöffnungszeiten und daher natürlich auch extrem riskant. Dann würde man dort Market handeln. Ja, also das dann anhaken, wenn Sie das möchten. Und auf Anwenden klicken und auf OK und dann lässt sich das hier auch auswählen, indem man das dann anklickt. Ja, dann können Sie hier noch, ja, wie gesagt, die Stückzahl. Sie können natürlich klar die Ordertypen ändern. Also wenn Sie jetzt nicht Market handeln möchten, dann, wie gesagt, ich habe Ihnen einige Ordertypen schon genannt. Sie sehen, es ist eine ganze Palette, die Sie zur Auswahl haben. Limit, Market Stop, Stop Limit, Market If Touched oder Trailing Stops oder ähnliches können Sie alles hier auswählen. Wenn hier etwas so grau hinterlegt ist, dann haben Sie das selber noch nie angeklickt. Sie können es aber trotzdem auswählen. Ja, beispielsweise ein Limit Order, ja, und dann Limit Order bei einem Kauf. Ja, das heißt, Sie möchten ja günstiger rein als zum aktuellen Kurs, also niedriger. Das heißt, wenn der Kurs jetzt hier bei 29,94 ist, dann geben Sie hier, überschreiben Sie das praktisch. Ja, wir sind ja jetzt in der Spalte Limit Preis und geben dort dann beispielsweise 28,50 ein, ne? Also Punkt immer hier für Komma, weil wir amerikanische Schreibweise ja haben in der Plattform. Also 28,50 und können dann hingehen, sagen, hier übermitteln. Außer Sie wollen noch speziell einen anderen Börsenplatz hier auswählen, dann lässt sich das hierüber auch noch auswählen natürlich. Gehen dann auf Übermitteln, haben eine Order-Vorschau. Ja, und dann ist die Order platziert. Ja, Sie sehen das hier, das Feld ist grün, aktiv an AK, also ist an den Börsenplatz AK übermittelt worden und wartet jetzt auf Ausführung, also natürlich, wenn der Kurs fällt. Ja, ich kann auch, wenn ich jetzt nochmal hier auf Intel klicke, auf die Zeile, dann ein Chart aufrufen, entweder hier oben über das Symbol Chart, ich hoffe, Sie sehen meinen Mauszeiger hier oben, oder ich kann auch hingehen und sagen, hier in der Zeile rechte Maustaste, wähle hier ein Chart aus, ja, also neuer Chart, ja, hier wieder bei den kleinen Symbolen, da können Sie Times und Sales zum Beispiel auswählen oder gegebenenfalls irgendwelche News, oder auch hierüber Charts, neuer Chart, das mache ich jetzt mal, öffnet sich ein neuer Chart.
Ja, der ist jetzt nicht ganz optimal mit den 5-Minuten-Balken. Ich gehe mal auf tägliche Kerzen. Ja, und dann sehen Sie natürlich, ich ziehe hier unten den kleinen Pfeil mal ein bisschen rüber, damit ein bisschen mehr Abstand ist. Ja, aktueller Kurs 29,88 und meine Limit-Kauforder ist hier platziert, ja, bei 28,50. Ja, und wenn ich mit der Maus da drauf gehe, mit dem Mauszeiger, kann ich die natürlich auch verändern. Das heißt, ich kann jetzt da draufklicken, die nach oben ziehen. Beispielsweise hier auf 29 loslassen und dann ist die Order aktualisiert. Das heißt, wenn ich jetzt den Chart mal hier verkleinere, dann sollten Sie das hier sehen. Ja, hier in der Orderzeile steht jetzt 29 und damit ist das Limit auch direkt geändert. Ja, was bedeutet, jetzt ist die ja hier auf AK platziert. Ich kann das natürlich auch wieder löschen, diese Order. Ja, also stornieren sozusagen. Was bedeutet Smart? Ja, also wenn ich jetzt hier eine Goldman Sachs kaufen möchte und habe jetzt hier Smart ausgewählt. Smart heißt, das ist das sogenannte Smart Routing, dann wird automatisch die Order an den besten Börsenplatz geroutet, wo der günstigste Bid-Ask-Kurs ist. Ja, das heißt, Sie können entweder natürlich einen Börsenplatz hier bestimmen, indem Sie sagen, ich möchte, dass die Order auf BATS übermittelt wird oder hier auf AK oder Sie wählen Smart aus, dann wird das automatisch nach dem günstigsten Bid-Ask-Kurs geroutet. Es lassen sich natürlich Order-Varianten auch eingeben. Das heißt, Sie können zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt hier Market kaufen, 100 Stück und möchte direkt auch einen Stop anfügen. Es kam gerade eine Frage, wie wird die Order abgesichert? Ja? Dann gehen Sie auch hier in diese Orderzeile auf die rechte Maustaste und sagen Anfügen, zum Beispiel Stop. Ja, dann wird eine weitere Order darunter gesetzt, hier ist eine Zeile tiefer. Sie sehen das hier 1.1, eine Verkaufsorder dann natürlich bei einem Stop. Und ja, dann brauchen Sie nur hier die Daten eingeben, wo der Stop gesetzt werden soll. Und dann auf Übermitteln klicken. Ich mache das jetzt mal eine Market Order übermitteln. Bin dann direkt natürlich ausgeführt. Und dann ist auch der Stop übermittelt und aktiv. Ja, steht jetzt hier, Order wird gehalten und beobachtet. Hier oben links blinkt Handelsprotokoll. Das öffne ich jetzt mal. Und da sieht man jetzt hier die Order, dass die ausgeführt wurde, 18:33 Uhr. Ja, und der Stop ist auch aktiv. Und falls der Kurs dann jetzt fällt, um 3 Dollar, also auf 149,82, dann wird die Position geschlossen. Jetzt kam gerade eine Frage, was haben die AK oder BATS für eine Auswirkung? Die Frage verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das sind einfach Börsenplätze. Ich sag mal, es sind auch elektronische Börsenplätze, aber es ist vergleichbar, als ob Sie jetzt in Deutschland Frankfurt oder Stuttgart einfach auswählen. Ja? Also Sie können sagen, Sie möchten eine Order jetzt nur auf AK zum Beispiel ausgeführt, dass sie nur dort ausgeführt wird. Ja? Genauso können Sie bei deutschen Aktien, die in Deutschland gehandelt werden, ja auch sagen, Sie möchten die Order auf Xetra platzieren oder in Stuttgart. Das kann man ja auch festlegen. Ja, was ist eine Stop-Limit-Order? Es ist so, wenn bei einer normalen Stop-Order, um es halt kurz zu beantworten, bei einer normalen Stop-Order ist es so, wenn der Kurs die Stop-Marke erreicht, wird der Stop sozusagen getriggert, ausgeführt und dann wird die Order zum nächsten Market-Kurs ausgeführt. Wenn Sie das nicht möchten, dass nachdem der Stop-Kurs erreicht wurde, die Order per Market ausgeführt wird, dann können Sie eine Stop-Limit-Order eingeben. Das heißt, sobald der Stop erreicht wird, wird die Order zu dem vorgegebenen Limit-Kurs platziert. Das hat zur Folge, wenn es zum Beispiel schnelle Kursbewegungen gibt und ich sag mal, dieses Limit überschritten wird, dann wird die Order nicht ausgeführt. Ja, also es ist eine Zusatz, ja, man gibt praktisch noch zusätzlich zu dem Stop ein Limit mit ein, was dann gültig wird oder was dann übermittelt wird an die Börse, sobald der Stop ausgelöst wurde.
Okay, wenn Sie jetzt natürlich den Stop hier noch ändern möchten, geht das auch. Also wie gesagt, ist die Order ist natürlich gerade aktiv und platziert. Sie können natürlich auch nachhinein noch hier reinklicken und sagen, ich möchte hierüber ja, den Stop bisschen runterziehen und dann klicken Sie auf das A für aktualisieren. Ja, alternativ geht das natürlich genauso auch wieder über den Chart, wenn ich den Chart öffne. Das sehen Sie jetzt hier. Wir sind positioniert hier und hier unten ist der Stop. Ja, und wenn ich den zum Beispiel jetzt hier ins Positive ziehe, also höher als der aktuelle Kurs, ja, was passiert dann? Sie haben es gesehen, ist sofort getriggert worden und ja, die Position wurde natürlich geschlossen. Ja, und das sind alles Funktionen oder diese ganzen Auswirkungen der Order-Typen können Sie natürlich gerne auch hier mit dem Paper-Trading-Konto testen. Ja, wie setzt man den Gewinnstopp? Kommt gerade eine Frage. Ja, Gewinnstopp ist sogenanntes Take-Profit-Order und das ist dann kein Stopp, ja, sondern das ist eine Limit-Order. Zeige ich Ihnen auch gerne. Ich gehe dafür nochmal einen neuen Trade ein. Ich kaufe jetzt mal hier 100 Stück Market von Cisco übermitteln. Ja, und jetzt würde ich bin wie gesagt jetzt schon investiert, dann würde ich jetzt eine Verkaufsorder eingeben. Ja, also ich habe mich jetzt nicht direkt abgesichert, sondern ich würde jetzt eine Verkaufsorder eingeben und zwar ein Limit. Ja, ich habe jetzt gekauft bei 22,95. Ja, und ich möchte zum Beispiel bei 25 die Position dann glattstellen, also im Gewinn, wenn der Kurs bei 25 ist. Ja, das heißt einfach eine Verkaufs-Limit-Order bei 25 und die übermitteln. Ja, und im Chart, klar, ist der Kurs 25 ist natürlich oberhalb. Das heißt, im Chart sieht das Ganze dann so aus. Hier ist der Chart. Ja, ich bin long hier in dem Bereich 22,88 und hier oben ist mein Take Profit. Das heißt, sobald dieses Limit von $25 hier erreicht wird, wird dann die Position verkauft, glattgestellt und ich habe damit meinen Gewinn gesichert. Vielleicht meinen Sie auch mit einem Gewinnstopp einen Stopp, der ursprünglich im Verlust war. Ja, also um Ihre Position gegen mögliche Verluste zu begrenzen, setzen Sie einen Stop unterhalb vom aktuellen Kurs, einen Stop-Verkauf. Und natürlich können Sie den auch Stück für Stück immer wieder nachziehen. Das heißt, wenn Ihre Position, ich muss mal gucken, ob ich hier was reinmalen kann. Also wenn hier der Kurs jetzt steigt, ja, dann können Sie natürlich, ich versuche mal die Schriftfarbe kurz zu ändern auf Rot. Ja, können Sie natürlich hingehen und sagen, mein Ursprungsstopp ist hier unten. Ja, und jetzt ziehe ich den hier, wenn der Kurs steigt, hier an den Tiefs immer Stück für Stück nach und sagen, ja, bis Sie natürlich, wenn das der Einstieg hier unten war, bis Sie natürlich jetzt im Gewinn sind. Ja, und damit können Sie natürlich auch Ihre Gewinne absichern, falls es dann doch runtergeht hier, ja, dass Sie dann dort ausgestoppt werden sozusagen, haben dann aber trotzdem Ihren Gewinn gesichert. Das ist natürlich auch möglich. Ja, wie kann man den Stift einstellen? Das ist jetzt eine Funktion hier von der Webinar-Software. So, ich gucke mal ganz kurz. Ich gehe gleich jetzt sofort in den Agena Trader über, weil die Zeit, die ja natürlich schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Wir haben schon 20 vor 7. Aber trotzdem werde ich natürlich noch ein paar Fragen, die reingekommen sind, noch kurz beantworten. Eine Frage, wie kann ich einen Straddle ordern? Ja, da geht es ja schon in den Bereich Optionsstrategien. Aber um Ihnen auch das kurz zu zeigen, wie es ein Straddle handelbar, im Prinzip ganz einfach. Nehmen wir jetzt mal ein Straddle auf McDonald's. Dann geben Sie MCD ein, ist das Kürzel von McDonald's, sagen dann Enter. Ja, und dann ist der einfachste Weg hier über das Menü, was jetzt hier kommt, wo Sie ja alle Produkte, die mit irgendwas mit McDonald's zu tun haben, auswählen können. Das heißt, Sie können hier die Aktien auswählen, Sie können Futures, Optionen, Warrants, strukturierte Produkte und auch CFDs auswählen. Ja, also wenn Sie zum Beispiel Aktien-CFDs auf McDonald's handeln möchten, dann wählen Sie hier den CFD aus. Aber Straddle, den finden Sie hier unter Kombination. Ja, Kombination und dann gehen Sie hier auf Option-Kombos. Ja, und da können Sie auch Smart auswählen. Ja, und jetzt öffnet sich ein neues Fenster.
Der sogenannte Strategy Builder, also wo man eine Strategie zusammenbauen kann sozusagen. Ja, und dann wählen Sie hier, wo Kalenderspread steht, wählen Sie einfach den Straddle aus. Also Sie können natürlich auch andere hier Strategien auswählen, Butterfly, Iron Condor oder was auch immer. Straddle, den finden Sie hier. Da sehen Sie eine kleine Grafik auch, wie das Gewinn- und Verlustdiagramm aussieht bei einem Straddle. Ja, und dann können Sie hier einmal entscheiden, ob Sie diese Kombination kaufen möchten oder ob Sie die verkaufen möchten. Ja. Sehr wichtig, ja, das müssen Sie sich natürlich vorher überlegen. Ja, und dann bauen Sie sich den zusammen, indem Sie jetzt hier einfach nur noch den Verfallstermin auswählen. Beispielsweise jetzt hier 19. Februar, nehme ich einfach mal. Ja, dann sehen Sie schon, dass der zweite ebenfalls am 19. Februar dann verfällt. Ja, und dann nehmen Sie hier einfach nur noch die Basispreise, ne? Ich wähle jetzt einfach mal 80 aus, ne? Der eine, wie gesagt, Sie kaufen den Call und den Put. Das ist diese Kombination. Sagen dann hinzufügen. Hier wird das Ganze nochmal beschrieben in einer kleinen Beschreibung. Multiplikator 100, ne? Also immer auf 100 Aktien bezogen. Ja, und dann, was bedeutet das, wenn Sie den Straddle kaufen? Das heißt, der Kauf von dem 80er Call, Laufzeit Februar, und der Kauf von einem 80er Put. Ja, und Verkauf des Straddles bedeutet halt den Verkauf von dem Call und den Verkauf von dem Put. Ja, und Sie sehen hier unten, dann ist diese Strategie hier hinzugefügt worden. Ich habe jetzt hier keine Realtime-Kurse von den Optionen, deswegen Sie sehen das hier, die Kurse sind zeitlich verzögert. Aber einmal sehen Sie die einzelnen Bestandteile. Ja, Sie sehen das hier, wenn ich das ein bisschen breiter mache, oder auch unter Beschreibung dann. Hier oben ist der Call, hier unten ist der Put. Aus den beiden Legs, sagt man ja dazu, aus diesen Bestandteilen besteht diese Kombination. Ja, und hier oben drüber, in der Zeile drüber, ist dann der Straddle. Ja, und den können Sie natürlich genauso hier mit einem Aas-Kurs kaufen oder mit einem Bit-Kurs verkaufen. Gut, also das erstmal dazu. Jetzt möchte ich Ihnen aber noch kurz zeigen, wie Sie die Software mit dem Agena Trader verbinden. Beziehungsweise, da gibt es ja eine Anleitung dafür, eine PDF-Anleitung, wo Schritt für Schritt erklärt ist, wie Sie den Agena Trader mit der TWS verbinden. Wichtig ist, dass Sie hier und in der globalen Konfiguration unter API in den Einstellungen halt dann die entsprechenden Häkchen gesetzt haben. Ja. Dass der Haken bei Read-Only-Modus API, dass der Haken raus ist. Ja, aber das wird alles in dem entsprechenden PDF auch erklärt. Gut, und dann starten Sie die Agena Trader Software und die sieht dann, Moment, sieht dann so aus, wenn Sie eingeloggt sind. Ich gehe noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, weil ich noch eine Sache vergessen habe. Und zwar zur TWS und zum Mosaik, weil ich diese Frage noch gelesen habe. Hier diese Kurslisten, die man hier anlegen kann, die einzelnen Reiter, das ist natürlich eine Möglichkeit, sich das Ganze so individuell einzurichten. Ich verkleinere jetzt das Fenster mal wieder und dann zeige ich noch eine Möglichkeit, und zwar, dass Sie sogenannte verknüpfte Charts auch herstellen können. Und zwar gibt es hier in dieser Kursliste ein sogenanntes Gruppenfenster. Wenn Sie da auf den Pfeil klicken, hier, dann können Sie dieses Fenster hier einer bestimmten Gruppe zuordnen, also einer Farbe sozusagen. Und alle anderen Fenster, die Sie hier auch hinzufügen, ebenfalls dieser Farbe oder dieser Gruppe. Das bedeutet, wenn Sie jetzt hier unterschiedliche Werte, ich gehe mal auf den Dow Jones, jetzt hier anklicken, 3M zum Beispiel, dann öffnet sich der Chart von 3M. Ja, dann gehen Sie hier auf Microsoft, dann öffnet sich der Chart von Microsoft hier. Und zwar hier einmal tägliche Kerzen, hier unten stündliche Kerzen, das können Sie natürlich auch anders konfigurieren, ne? 5-Minuten-Kerzen oder wie auch immer. Ja, und dann können Sie hier die Kursliste durchklicken und sehen dann direkt dazu passend die Charts. Oder natürlich auch hier das Fenster mit News, mit Nachrichten zu dem Wert, die Times and Sales hier links unten. Ja, wie legt man sich das an? Dazu müssen Sie das Layout, was hier oben gesperrt ist, hier oben rechts neben der Uhrzeit oder links neben der Uhrzeit, einmal freigeben.
Und dann, ja, dann haben Sie die Möglichkeit hier, wie gesagt, die Fenster hier, die Größen zu verändern, ich sag mal, den Chart hier vielleicht was breiter zu ziehen und so weiter. Und das sich so hin zusammenzubasteln, wie Sie im Prinzip möchten. Also nach Ihren Wünschen sich das Ganze zusammenzustellen. Und dann speichern Sie das Ganze ab, sperren das Layout, ja, und dann können Sie hier, sobald Sie hier die Kursliste anklicken und alles der gleichen Gruppe zugeordnet haben, so durchklicken. Das Ganze geht auch bei Mosaik. Unten links in der TWS sehen Sie, Classic Trading ist angeklickt. Einige arbeiten auch mit der Mosaikansicht. Können Sie einfach draufklicken, dann sehen Sie, die Ansicht sieht so aus. Auch hier kann man, wie der Name schon sagt, ebenfalls solche Gruppen zum Beispiel erstellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier in einer Kursliste bei den Favoriten hier auf Facebook klicke, dann habe ich hier den Chart, darunter die News, hier oben links habe ich dann die Order-Eingabe. Wie gesagt, da sind Sie auch ganz frei, was die Gestaltungsmöglichkeit angeht. Können hier ebenfalls hier natürlich, wenn das Layout freigegeben wurde, können Sie hier natürlich ebenfalls alles so einrichten, wie Sie das möchten. Ja, hier oben links sehen Sie neues Fenster. Ja, beispielsweise noch einen Chart hier hinzufügen zum Beispiel. Ich mache das jetzt mal. Und dann sehen Sie, das kann man hier dann so andocken. Ja, hier ist automatisch jetzt auch diese grüne Gruppe. Ja, und dann können Sie sagen, Layout wieder sperren. Ja, und dann ist das angepasst oder neu aktualisiert. Ja, und hierüber können Sie natürlich genauso handeln. Ne? Sie sehen, hier oben links ist ein Fenster für Ordereingabe. Jetzt ist der Wert Tesla. Ja, dann können Sie hier einfach zum Beispiel hier draufklicken, um eine Order aufzugeben. Sie sehen das hier, Kauf, Verkaufen. Ne? Hier können Sie die Stückzahl festlegen. Hier Limit, Stop und so weiter. Also im Prinzip einfach nur ein anderes Layout. Und dann können Sie natürlich auch hierüber handeln. Okay, dann gehe ich jetzt zum Agena Trader. Verschiebe den jetzt mal hier rüber. Gut, einige Grundlagen zum Agena Trader. Ganz wichtig. Sie sehen hier unten, dass ich eine Verbindung einmal zu CapTrader hergestellt habe, zu dem Demokonto und eine Verbindung zum Yahoo Datenfeed. Ja, in dem Fall habe ich die Verbindung so eingerichtet, dass ich die Daten für CFDs über CapTrader beziehe und die Daten für Aktien über Yahoo. Ja, also über den Datenfeed von Yahoo. Das heißt, wir sehen jetzt hier den Kursverlauf von DAX CFD, ne, mit dem Symbol IBDE30. Ja, und wenn ich jetzt hierüber eine Order aufgeben möchte, gibt es natürlich auch zig Möglichkeiten im Agena Trader. Da bieten wir ja auch unzählige Webinare oder haben auch schon einige Webinare in der Vergangenheit angeboten, die wir zum Teil auch aufgezeichnet haben. Das heißt, auf YouTube finden Sie da sehr, sehr viele Videos zu, wie man den Agena Trader auch bedient. Ich kann hier aus dem Chart herausklicken, rechte Maustaste Kauf Market, ja, und sage jetzt, indem ich auf das grüne Häkchen klicke, dass ich die Order übermitteln möchte. Jetzt bin ich long investiert. Ja, ist vielleicht bei fallenden Kursen nicht ganz so optimal, aber ist ja egal. Ist jetzt nur mal ein Beispiel. Also, ein Mausklick hier im Chart und schon ist die Order durch hier im Agena Trader. Und ich zeige Ihnen jetzt auch, dass die Order auch in der TWS ausgeführt wurde. Ja, und zwar einmal, ich zeige Ihnen das hier um der Button Konto. Ja, da können Sie Ihre Kontoinformationen abrufen. Da sehen Sie hier unten im Portfolio einmal Positionen, die Sie heute hatten und gegebenenfalls geschlossen haben, wie Goldman Sachs. Da ist die Position auf 0. Cisco bin ich noch investiert mit den 100 Stück. Ja, und hier unten steht IBDE30, ein Kontrakt long. Ja. Und auch hier im Handelsprotokoll steht diese Order ja auch drin mit der Spalte Order-Referenz Agena Trader. Ja, da sieht man, oh, die Order wurde über einen Agena Trader übermittelt. Also da sehen Sie das Zusammenspiel zwischen TWS und Agena Trader und natürlich genauso gut, wenn ich jetzt hier die Position schließe. Ja, geht das direkt durch. Hier blinkt oben links Handelsprotokoll. Ne, das heißt, wenn eine neue Order durchgeführt wurde, ich klicke das an
Und dann sieht man den Verkauf der Position und auch dann den realisierten Gewinn oder Verlust. Was ist ganz wichtig? Sie können sich hier den Arjuna Trader Software natürlich auch individuell gestalten, so wie Sie es möchten. Sie haben auch die Möglichkeit, hier verschiedene Reiter hinzuzufügen, zu den, ich sag mal, Funktionen vom Arjuna Trader, wie man hier Conditions programmiert und so weiter. Da gehen wir natürlich in anderen Webinaren noch näher drauf ein. Wichtig ist, Sie können sich hier auch Kurslisten hinzufügen oder auch andere Arbeitsplätze. Ich wechsle jetzt mal hier einen Arbeitsplatz zu hier CFDs zum Beispiel. Und wie Sie sehen, wird immer erst ein bisschen geladen, wenn man einen Arbeitsplatz wechselt, ja, weil neue Daten abgefragt werden. Und je nachdem, wie viele Kurslisten Sie sich angelegt haben, kann das Ganze natürlich auch ein bisschen länger dauern. Oder wenn Sie wie jetzt, wie ich, hier ein Webinar durchführe, dauert das meistens auch mal recht lang. Sie sehen den Fortschrittsbalken hier unten, ja, wie die Historien hier geladen werden, sind aktuell hier bei 16%. Deswegen, kleinen Moment wird es noch dauern. Ganz wichtig ist halt auch die Information zum Datenfeed von Interactive Brokers, wenn Sie den Arjuna Trader nutzen. Und zwar ist es so, dass der Datenfeed begrenzt ist, wenn Sie eine Software über die API-Schnittstelle an der Trader Workstation anschließen. Und zwar bekommen Sie dann nur 100 Realtime-Kurse zeitnah übermittelt. Das heißt, innerhalb von einer kurzen Zeit. Und da ist natürlich, wenn Sie jetzt einen DAX mit 30 Werten haben und öffnen dann noch drei Charts dazu auf verschiedenen Zeiteinheiten, dann sind Sie schon da bei 90 gleichzeitigen Kursen. Und dann sieht das natürlich, dann haben Sie hier ein Problem, dass dann hier eine Fehlermeldung im Arjuna Trader kommt. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass Sie das kennen. Er wird auch oft darauf hingewiesen, auf diese Problematik. Aber da haben Sie natürlich die Möglichkeit, externe Datenfeeds zu nutzen. Ja, also jetzt sehen Sie zum Beispiel hier eine sogenannte Kursliste, die auch verknüpft ist mit Charts. Das heißt, wenn ich jetzt hier, ich kann das auch ein bisschen breiter ziehen, dass Sie es mal sehen. Also hier habe ich jetzt einfach die Index-CFDs von CapTrader hier aufgeführt. Und Sie sehen ja hier Symbol, Name, letzter Kurs, dann hier noch einige Spalten RSI oder die tägliche Performance. Dann den SMA 200, SMA 50 und so weiter. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, außer dass man hier sehen kann, es sieht alles sehr, sehr rot aus, dass die Kurse halt tendenziell natürlich gefallen sind und unterhalb von den wichtigen gleitenden Durchschnitten liegen. Ja, jetzt kann ich hier natürlich auch durchklicken, den S&P 500 anklicken. Ja, dann sieht man jetzt hier den Kursverlauf vom S&P 500 im 5-Minuten-Chart. Mit den Einstellungen, Indikatoren, die ich jetzt hier habe, die ich hier rechts auch in der Action Bar hier relativ schnell aufrufen kann. Das heißt, ich kann hier das, was ich brauche, einblenden, ausblenden. Das ist alles machbar. Wie gesagt, eine Kursliste hier, ne? US Tech 100 ist der Nasdaq. Alles so mit den Einstellungen, wie man es haben möchte. Ja, ich kann ja natürlich auch Indikatoren hinzufügen, oder auch wieder löschen. Das ist alles machbar. Ja, zu den Grundlagen. Wie gesagt, das Wichtigste ist erstmal, und da haben wir einige Videos auch dazu, dass Sie die richtige Verbindung herstellen. Hier über das Hauptmenü, über Tools, über Kontoverbindung. Und Sie sehen jetzt hier gerade auch, CapTrader Demo ist als Datenfeed aktiviert. Und bei den Datenfeeds habe ich hier bei CapTrader Demo Currencies und CFDs ausgewählt, ja, auch fürs Live-Konto und über Yahoo Feed beziehe ich die Stocks, also die Aktien. Ja. Das hat zum Beispiel auch Vorteile, also ich wechsle auch immer hier den Arbeitsplatz, ne, beispielsweise wenn ich jetzt hier Kurslisten Nasdaq und Dow Jones haben möchte, dann wird hier ein neuer Arbeitsplatz geladen, ja, über Yahoo Datenfeed und Sie sehen, alles wird bunt. Die Kursliste habe ich mir natürlich so individuell jetzt eingestellt. Ich habe hier jetzt den kompletten Nasdaq 100 und kann mir hier nach meinen Voreinstellungen natürlich alle Werte mir hier auf
End-of-Day-Basis in dem Fall hier durchscrollen und nach meinen Signalen schauen, ob hier im Analyzer Escort irgendwo ein Signal ist. Ja, hier ist beispielsweise ein Short-Signal. Ja, wie man sieht, die Aktie Jahrestief zum Beispiel. Ja, und kann damit natürlich hier sehr bequem arbeiten, Scanner-Funktionen nutzen und natürlich auch das Trading hier über den Agena Trader durchführen. Ja, gibt es von Ihrer Seite Fragen zum Agena Trader? Möchten Sie noch, dass ich Ihnen eine spezielle Funktion gegebenenfalls hier zeige, oder auch zur TWS? Dann ja, nutzen Sie die Möglichkeit. Wie gesagt, ich stehe Ihnen jetzt noch gerne zur Verfügung für Fragen und Antworten und bedanke mich aber trotzdem schon mal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und auch für die Fragen, die Sie bereits schon gestellt haben. Ich werde die jetzt noch mal alle durchgehen und auch noch mal kurz versuchen, die Fragen, die ich noch nicht beantwortet habe, dann auch zu beantworten. Die Aufzeichnung des Webinars werde ich jetzt beenden, weil ich jetzt so durch bin, sonst wird das zu lang. Wie gesagt, eine Stunde ist ja immer so die Kernzeit für unser Webinar und auch für die Aufzeichnung. Deswegen beende ich die, bin aber trotzdem weiter jetzt online noch in dem Webinar und gehe auf Ihre Fragen ein. Okay, also schon mal vielen Dank und ja, sage ich schon mal offiziell oder inoffiziell Tschüss und bis zum nächsten Mal.